Wir sind die, die dann anfangen Spass haben, wenn die anderen keine Lust mehr haben. Ich freue mich sehr, heute einen ganz speziellen Gast in meinem Podcast zu haben. Das ist der Boris Wagner. Schön, dass du da bist. Wir haben uns letzte Woche mal wieder getroffen, nachdem wir uns längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Und in dem Gespräch ist mir einfach aufgefallen, dass ich eigentlich nicht wahnsinnig viel über dich weiss. Aber es ist dann sehr interessant geworden, weil ich kenne dich ja vor allem so auf der beruflichen Ebene. Wir kennen uns von den Swissprinters her. Aber ich habe dann gemerkt, dass du ja noch ein paar andere Sachen machst. Stichwort der Kneipenflüsterer. Genau, ja. Das ist ein Hobby. Neu auf Instagram, habe angefangen auf Facebook vor bald 10 Jahren ungefähr. Also etwa in dem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich das schon betrieben. Und da habe ich das erste Mal mit dem angefangen als Hufklang. Haben wir die Webseite oder die Facebook-Seite? Also Hufklang wie der Klang vom Huf, vom Ross, ja. Genau, das hat einen Zusammenhang, weil Hufklang ist ein Bier, das wir in dieser Beiz verkauft haben. Und mein Kollege, der das entwickelt hat, hat das mit alten Brauerei Ross ausgeliefert. Darum Hufklang. Ja. Er hat das selber braut, mit zum Teil auch schwer erziehbaren Jugendlichen zusammen. Ja. Und ich habe in meiner Funktion, wie jetzt auch wieder, so wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, als Berater in der grafischen Industrie, so quasi als Mädchen für alles, habe ich bei ihnen auch ein bisschen angefangen, die Dinners, die Hufklang-Dinner oder die Bier-Dinner oder die Events verkaufen und vermarkten. Unter anderem habe ich dann das wieder können vermischen, ja, mit potenziellen Kunden oder einfach mit Kunden oder Kollegen, Leute, die mich kennen, die ich mal getroffen habe, so wie dich, ja, mich gefragt, was machst du sonst noch? Ich habe gesagt, ja, das und das. Und dann haben wir angefangen mit diesen Hufklang-Dinner. Ja. Und die haben wir dann, das war in den Niederlanden, ist das gewesen, haben wir das gemacht. Und da haben wir, naja, wie würdest du dem, heute sagst du dem Event-Küche wahrscheinlich. Event-Gastronomie. Event-Gastronomie, ja, genau, haben wir dort gemacht. Ja. Und haben wir alles Mögliche ausprobiert und haben das eigentlich wenig von Konventionen lenken lassen, sondern einfach, was der Bauch gerne hat, will der Bauch haben. Und dann ist aus dem nachher der Kneipenflüsterer geworden. Dann haben wir mit dem wieder ein bisschen aufgehört. Der Kollege ist in der Zwischenzeit mal auf Thailand, hat alles verkauft, ist wieder retourgekommen, hat wieder angefangen zu malen. Ich habe dann das Ganze wieder aufgenommen und habe dann statt Hufklang einfach ihn als Maler begleitet und vermarktet und habe dann nebenzu gedacht, Restaurant, Beizen, trinken, essen, verkaufen. Alles, was gut ist, ja. Mhm. Das ist das, was mir Spass macht. Mhm. Und Event-Zeugs, irgendwie macht mir alles Spass. Also, der Kneipenflüsterer. Mhm. Und das ist interessant, weil es ist das Bild auf dem Kneipenflüsterer entstanden, damals in der Bodega in Zürich. Ah, Bodega, da sehen wir auch mal, wie hat der Wein geheißen? Süß, sauer oder bittersüß? Oder wie sagt man denn Wein? Oder irgend so ein. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so. Ich bin also ein gefährliches Halbwissen, was Wein betrifft. Wir sind dort einmal einfach Tapas essen und ja, dann haben wir irgendeinen als Starter vielleicht einen Weißen genommen oder einen Rosé und dann irgendeinen Rotwein. Ja. Ja. Und okay, so ist das entstanden. Bodega, bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Ja. Mhm. Stimmt noch gut. Also, du musst es ja wissen als Kneipenflüster. Ich bin zum letzten Mal gewesen, noch kurz vor dem ersten Lockdown. Ja. Glaube ich. Ja. Sehen wir dort den Tapas, das war sehr gut. Ich glaube, das ist unverwüstlich. Ja. Und das wird es hoffentlich auch nicht der nächste. Ist auch immer noch so. Also damals war es relativ so, eben so ruhig. Also so, sitzt so auf Bank und Holzbank so, und so. Ja. Jeder schnürt mit jedem und das ist eben schön. Und, ja, und so. Gemütliche Atmosphäre. Und glaube, im oberen Stock kannst du dann auch noch irgendwie ein bisschen ruhiger oder so. Keine Ahnung. Wir sind immer da. Lange, schon lange. 20 Jahre her. Aber unbedingt müssen wir unbedingt mal wieder gehen. Ja. Mhm. Ich nehme meine Mutter einmal mit und dann machen wir wieder einmal so Anlässe oder sonst. Das ist immer ein guter Treffpunkt. Ja. Natürlich, gibt noch ganz viel andere. Sind wir schon, also ja gut, sind wir schon mitten in der Kneipe drin und so. Also was ist denn so die Idee und das Konzept vom Kneipenflüstern? Der Grundgedanke. Einfach aus einer Laune, aus einer Leidenschaft für Kochen, Essen, Trinken, Zeugs entdecken.
Leute kennenlernen. So ist das, glaube ich, entstanden. Und mal denkt, okay, was kann man mit Facebook alles machen? Und das ist dann mehr oder weniger erfolglos vor sich hingedümpelt. Ja, also jetzt ist es vor allem auf Instagram. Und dann habe ich vor einer Zeit lang gedacht, okay, Instagram probieren wir das auch. Und der läuft ein bisschen besser. Und was eben auch schön ist, ich habe plötzlich aus dem heiteren Himmel raus habe ich eine Einladung bekommen von der Brauerei Steinfels. Haben sie mich eingeladen. Und natürlich noch ein paar andere sogenannte Influencer, wobei ich mich nicht als das bezeichnen würde. Aber du bist ja eigentlich ein Influencer, kann man sagen, oder? Ja, ich glaube es, aber mit den 450 oder so Followern, die ich habe. Ja, aber es geht ja ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Es wird ja differenziert zwischen so Mikro-, Makro- und Mini-Influencer. Ja. Und dann gibt es ja die, die jetzt nicht irgendwie die Mega-Millionen-Follower haben, sondern einfach nur ein paar spezifische und die dann aber mehr interessiert sind. Also die sind dann wirklich näher am Thema dran. Und so. Das wird durchaus sein. Also ich glaube, ich kann... Also klassisch statt Masse. Ja, also ich würde sagen, das passt klassisch statt Masse. Also es ist einfach halt die, die gleichen Leidenschaften haben, die gerne irgendetwas Neues, Obskures ausprobieren oder das Gefühl haben, so, jetzt muss ich auch in die Küche stehen und irgendetwas Wildes machen. Oder ich muss jetzt wieder in eine Beiz hineingehen und etwas ausprobieren. Also ohne Berührungsängste. Und ich habe natürlich dann... Zuerst habe ich gedacht, ich mache nur auf Restaurants und auf Baren und so. Und dann habe ich es dann ausgeweitet auf alles, was mit Genuss zu tun hat. Ja. Ob es das Brauen ist oder ein Winzer oder ein Analog oder sonst irgendetwas. Oder einfach nur ein Kochbuch oder einer, der ein Messer macht. Ja. Das gehört ja alles irgendwie dazu. Ja. Und darum habe ich das relativ breit gefächert. Weil die ganze Zeit nur in der Beize fressen, da kann ich mir nicht ist leisten. Ist auch schön, aber geht auch noch anders. Ja. Aber da muss ich ein aufs Münz schauen, oder? Ja. Und weil ich ja relativ weit rumkomme mit der ganzen Schweiz und habe ich auch die Chance, um überall wieder etwas Neues zu entdecken. Eben, das wollte ich dann auch noch fragen. Das ist nicht auf irgendeine bestimmte Region oder einen Kanton oder so begrenzt, sondern nein. Du bist da überall in der Schweiz unterwegs oder auch im Ausland zum Teil. Ja, wenn es denn geht, ja klar. Mhm. Also das Ziel ist immer noch, dass ich mit zwei, drei guten Freunden ins Elsass gehe und dass wir dort mal eine Tour machen. Das Elsass ist, glaube ich, kulinarisch auch nicht unspannend, ja. Mhm. Es hat ganz schöne Sachen und ich habe im Lockdown eine Dokumentation gesehen über den letzten Rheinfischer, Le Pêcheur du Rhin. Und der hat sein Metier weitergegeben an einen Jüngeren. Und der fabriziert so einen Fisch dort und der ist, glaube ich, irgendwo von Basel, Saint-Louis, 50 Kilometer entfernt. Und dort wollen wir unbedingt mal hin, um die Fisch dort zu posten. Ja, das lohnt sich wahrscheinlich schon. Also, weißt du es nicht, habe ich noch nie gehabt. Wir werden es dann herausfinden, wenn wir daheim sind und das essen. Und selbstverständlich sieht man es dann auf dem Blog. Das ist so ein bisschen... Ja. Aber ich schließe aus dem, du bist jetzt nicht der, wo eigentlich... voraussetzt, dass du da als Influencer oder so eingeladen wirst? Nein, das ist ein reiner Zufall gewesen, dass die von der Steinfels auf mich aufmerksam worden sind. Ja. Das Thema Bier ist bei mir natürlich sehr präsent. Ja. Ich habe da mal ein Biermagazin entwickeln mit einem Kollegen von mir. Also er ist auf mich zugekommen. Ja, auch ein spannendes Gebiet. Also nebst Wein ist das auch Wein, Zigarren, Bier. Witziger, wobei Bier noch, glaube ich, also nach meiner Wahrnehmung noch ziemlich unbearbeitet ist. Also das ist noch so, da könnte man noch viel machen. Es gibt ja, also ich habe mal, wie hat der geheißen, wo Verein gegründet hat zur Förderung der Biervielfalt. Das ist ja die Zeit gewesen, wo 1995 umeinander, wo das Bierkartell gefallen ist. Mhm. Ich habe dann sogar zwei Jahre lang dürfen, bin ich der Pressechef von der Biermesse, von der BEX, die damals im Kongress stattgefunden hat. Ja, und da hat es den Verein zur Förderung der Biervielfalt. Ist das vom BOF, oder wie er heisst? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich würde es ich noch recherchieren und da einblenden. Ein Journalist war, der auch bei Ringe geschafft hat, der den Verein gegründet hat, glaube ich.
Das ist Hardwood möglich. Also, hat der geheissen, aber ich werde das noch nachrecherchieren. Und ich habe hab natürlich von dem gehört. Und der auf mich zugekommen ist der Reto Rudolf. Ja. Er war der Initiant von dem Biergenuss-Magazin. Ja. Und wir haben das damals in der Firma, die ich geschafft habe, gemacht. Und er produziert und sind doch 8 Ausgaben sind rausgekommen. Ah, und jetzt gibt es es aber nicht mehr? Nein, das ist dann, man hat dann die Verlageverbände von dieser Firma dann eingestellt. Und meine Aufgabe war eigentlich nur, ich war dort einfach auftätig. Und dann ist der damalige Teamleiter, der Chef, ist gekommen und gesagt, wir brauchen neue Projekte. Und dann habe ich mich daran erinnert, vor ein paar Jahren hat mir mal einer angerufen und gesagt, er will ein Biermagazin machen. Ja. Ich konnte ihm nicht können helfen damals. Mhm. Und jetzt bin ich in der richtigen Firma gelandet und gesagt, okay, jetzt kann ich das machen. Ich habe ihn angerufen und dann ist er mit dem Konzept gekommen. Dann haben wir das in eine Präsentation verpackt und haben es der Geschäftsleitung vorgestellt. Und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Dann haben wir Anzeigen akquiriert. Promo-Stories, wie sagt man dem? Bezahlte Artikel oder so. Ja. Publireportage. Publireportage haben wir gemacht. Dann sind wir natürlich bei jeder Brauerei, die es gibt, reingelaufen und bei jeder Mikrobrauerei reingelaufen und haben dort dann sicher überall etwas zu trinken bekommen. Ja, natürlich, ja, das ist selbstverständlich. Also eigentlich eine richtige Bieridee, aber im positiven Sinn. Im positiven Sinn. Und es ist auch sehr gut angekommen. Und durch das habe ich sehr, sehr viele interessante Typen kennengelernt. Und ich auch heute wieder kann profitieren. Aber das Biermagazin, das gibt es nicht mehr, auch nicht irgendwie online oder doch, so. Biergenuss.ch gibt es, glaube ich, immer noch. Gut, aber eben, du bist ja nicht nur auf dem Bier, sondern allgemein. Auf die Kneipenflüsse kann man vorstellen, du schreibst dann nicht nur über das Speis und Trank, sondern auch über die Atmosphäre vom Lokal, wo du bist, ja, oder? Überall. Also es muss einfach lustig sein, es muss mir gefallen, ich muss Freude daran haben, dann mache ich etwas. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob das Essen wirklich super ist oder nicht. Sondern es muss einfach das Gesamtpäckchen muss stimmen. Ja, was sind da so für dich die entscheidenden Kriterien, dass man sich wohlfühlt in einer Bereich oder sagt, oh, da möchte ich die empfehle ich weiter? Ja. Das ist wie im Business, das Umfeld muss stimmen. Das Umfeld muss stimmen, die Leute müssen nett sein, der Umgang muss nett sein, es muss sich einfach wohlfühlen. Das ist für mich eigentlich wichtig. Und wenn ich neben reinlaufe und merke, okay, die wollen mir irgendetwas antreiben, was nicht so gut könnte, dann gehe ich wieder raus. Schreibst du auch über das, wenn du irgendwo eine negative Erfahrung machst? Nein. Dann kommt einfach nichts. Oder mach ich einfach nichts. Weil ich wollte ja Freude haben. Und dann habe ich keine Lust, wenn mit einer. Also irgendjemanden so abmachen oder so. Nein, das bringt nichts. Es gibt ja so Gastrokritiker oder die gab es, dass man dann, wo man das Gefühl hat, die müssen da irgendwie ihre Aggressionen loswerden. Ich lese die sehr gerne. Und habe auch ein paar Bücher von bekannten Gastrokritikern gelesen und bin immer noch am Lesen. Aber selber. Nein, ich habe einfach Freude. Und wenn es mir passt, dann schreibe ich etwas. Und ich komme ja nichts über dafür. Ich habe jetzt zufälligerweise das Nachtessen bekommen und ein paar Bier von der Steinfels. Was also sehr geil war, oder? Ja, das ist ja cool, aber, ja. Also. Ja. Und völlig überraschend. Ich habe nie damit gerechnet. Aber dann kommen wir zum anderen Thema. Womit verdienst du denn deinen Unterhalt? Damit ich mir Kneipenflüsterei finanzieren kann. Ja, eben. Ich bin bei der Active Print, bei der Active Brands angestellt. Seit August jetzt als Berater, Kundenberater. Also du bist relativ neu dort. Also das ist 3 Monate in dem Fall oder so? August? Ja, im 1. August habe ich angefangen. Sind wir schon im November? Wir sind schon im November. Dezember geht jetzt ganz schnell. Es ist Weihnachten schon sehr. Ja. Genau. Als Fachspezialist Dialogmarketing. Ja. Und meine Aufgabe ist selbstverständlich, wie so überall im Verkauf, Neukunden zu gewinnen, Kunden zu behalten, Kunden auszubauen, mit den Kunden zu Mittagessen.
Da sieht man, da haben wir jetzt wieder die Schnittmenge, oder? Da haben wir jetzt den Berührungspunkt. Ja. Oder ja. Beim Weinhändler reinlaufen und selbstverständlich probieren und dann mit ihm ein schönes Mailing zu entwickeln. Und es ist immer ein Gehen und ein Nehmen. Ja. Und im Business ist genauso. Ein Bekannter von mir hat mal etwas sehr Schönes gesagt, hat mal gesagt, a sale is a love affair. Oh, das ist ja sehr zumindest emotional, ja. Also sehr, Und er hat recht, okay. So funktioniert auch. Wenn ich bei den Leuten gut ankomme, kann ich mit denen etwas machen. Und dank dieser Vergangenheit mit diesen Magazinen, mit dem Kneipenflüstern, mit diesen Erlebnisgastronomie, mit diesen Bierdinner und so weiter, habe ich sehr viele Leute kennengelernt und ich habe heute auch noch reinlaufen in meiner Funktion als Berater bei der Active Print. Wir sagen, wir sind einfach aktiv am Markt, so oder so. Habe ich sehr grosse Chancen, um wieder mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und wie mit dir auch etwas auf die Beine zu stellen. Wenn du sagst Love Affair und Dialogmarketing Print, dann hat man das Gefühl, das ist ja eher etwas Technisches. Also ist für dich dein Beruf eigentlich nicht in erster Linie etwas Technisches? Nein, das ist etwas, was mir Spass macht und ich mit der gleichen Leidenschaft hineingehe. Und wenn ich es verbinden kann, dann ist das natürlich top. Und wenn ich mit interessanten Leuten zusammensitzen kann, die interessante Produkte haben, dann kann ich immer etwas mitnehmen, etwas lernen. Und klar, im Endeffekt wollen wir alle ein bisschen Geld verdienen, das ist logisch. Aber warum darf es keinen Spass machen? Ja. Und wahrscheinlich ist das auch so der Anknüpfungspunkt, dass man also ja, die Sachen nicht mehr. Früher hat wahrscheinlich der gewonnen, wo die beste Druckmaschine oder die besten Mittel oder das beste technische Know-how hatte. Heute haben das alle. Also, heute musst du dich wahrscheinlich anders abheben, oder? Wir sind in dem Sinn, wir sind keine Druckerei, wir sind ein Organisationstalent. Ihr sind ja unabhängige Berater, die dann nicht also irgendwie einfach irgendeine Druckmaschine im Hintergrund haben. Wo dann muss die ganze Zeit laufen und die ganze Zeit ausgelastet werden, sondern ihr sucht für den Kunden eigentlich das Passende in dem Sinne. Genau. Wir suchen den passenden Produzent für das passende Produkt. Ja. Also dass das richtige Produkt beim richtigen Produzent produziert wird, dann stimmt die Qualität, dann hat der Kunde Freude, dann hat er seine Emotionen und dann haben seine Kunden Freude. Und wir haben ein riesen Netzwerk mit diversesten Partnern zusammen, wo wir auch zusammenarbeiten. Und die sind in der ganzen Schweiz verstreut. Und wir sind die, die dann anfangen Spass haben, wenn die anderen keine Lust mehr haben. Das musst du auch ein bisschen erklären. Wieso sollte jemand keine Lust mehr haben? Weil es kompliziert wird? Oder? Nein, also vor allem jetzt in der aktuellen Situation ist der Einkauf, das Printmanagement, wenn du so willst, oder egal was für ein Produkt du willst, per Print oder sonst per Mailing bewerben. Dann musst du dir Gedanken darüber machen, dann musst du schauen, mit welchem Produzent mache ich es, wie muss ich das drucken lassen, wie muss ich das produzieren lassen, was hat das für eine Farbigkeit und so weiter und so weiter. Alles technische Zeugs im Hintergrund. Und meine Hauptkunden sind marketingtätig, marketingverantwortliche, Marketingleiter. Und die haben zum Teil keine Lust und keine Zeit, um sich auch noch darum zu kümmern, ob jetzt der Drucker fragt, du, das Format stimmt nicht oder das stimmt nicht. Die brauchen einen, der sagt, sag mir, was du für ein Endprodukt musst haben, ich organisiere dir alles zum richtigen Preis. Ja. Du konzentrierst dich auf dein Kernbusiness, weil die haben noch andere Sachen dazu. Das Printmanagement ist einfach ein Teil, was auch mitmachen. Ja. Outgesourced, sich fokussieren auf ihre Haupttätigkeit und den Rest machen wir. Die ganzen Diskussionen mit dem Einkauf von Material, sich umschlagen mit dem Termin, organisieren, dass der Transport rechtzeitig ankommt, das sogar auch in Europa weit koordinieren, das Ganze. Ja. Das ist alles zeitaufraubend, das machen wir. Ihr kennt dort alles und wisst alles, aber ihr seid auch mehr als einfach ein Produktionler, der dann irgendetwas umsetzt, sondern ihr beraten ja eigentlich beraten und sagen, was ist die beste und effizienteste Methode. Wir sind Berater, wir sind Organisationstalent, habe ich glaube schon mal gesagt. Ja. Wir kennen den Markt sehr gut, wir haben sehr ein sehr gutes Netzwerk, wir haben hervorragende Partner. Wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wo dass wir einkaufen zum Beispiel. Wir sind eng am Markt. Wir sind wirklich
Ein kleines, feines Beratungsteam. Das ist gut. Jetzt höre ich oft das Wort Print und die ganze Welt redet von Digitalisieren, die Digitaltag und so. Und, was siehst, wie siehst du die Zukunft von Print? Wird das irgendwann verschwinden oder ist das schon wieder im Aufwind? Das wird garantiert nicht verschwinden. Ja. Das Einzige, was wird passieren, es wird vielleicht ein bisschen weniger Produktionen geben, ein bisschen weniger Printbuden, ein bisschen weniger Drucker. Aber der Markt ist da, das Bedürfnis ist da, es wird nicht verschwinden, man kann es von mir aus nicht ersetzen. Und ein schönes, gedrucktes, produziertes Mailing in Verbindung mit der Digitalisierung, das hat viel die höhere emotionale Wert, als wenn man jetzt einfach irgendwas E-Mail bekommt. Oder denkt, ich mache rasch irgendeine Werbung auf 20 Minuten online oder ich mache eine Werbung auf meinem Instagram-Account, auf Facebook. Wenn du deine Leute gezielt kannst anschreiben mit einer Information, die sich an dich interessieren, hast du viel den höheren Erfolg. Ich glaube, es gibt ja nicht nur das Entweder-Oder, also es gibt ja jetzt vor allem auch in der Kombi interessante Möglichkeiten. Meistens ist es eine Kombination. Und beim Mailing kann man es mit dem Multichannel verbinden. Also das heisst, man lässt ein schönes, gedrucktes Produkt raus. Wenn man seine Zielgruppe gut kennt, kann man es auch ganz wirklich auf den Endkunden abgeschnitten verarbeiten und verschicken. Dann kann man mit einem QR-Code zum Beispiel, mit dem Smartphone, wo praktisch jeder hat, auf eine Webseite auflocken, auf eine Landingpage lenken und dort kann man dann irgendeinen Call to Action auslösen. Also, dass der Kunde etwas macht oder die Person etwas macht, etwas anklickt, etwas schreibt, etwas zurückschreibt. Und so kann man dann den ganzen Response messen. Würdest du dem beipflichten, wenn man sagt, dass es vielleicht sogar so ist, dass dadurch, dass vieles heute nur noch online abgewickelt wird, Printprodukte sogar wertvoller geworden sind oder wertgeschätzter werden als auch schon? Ich glaube schon. Weil also es kommt immer aufs Produkt drauf an. Wenn wir jetzt beim Mailing bleiben, ist das eine höhere Wertschätzung, wenn das super produziert und schön produziert wird und hochwertige Materialien hat, kommt das bei den Kunden eigentlich, glaube ich, schon besser an. Weil es weckt doch mehr Emotionen. So. Emotions. Emotions, du, genau. Du bist ja so ein Fremdsprache, was können wir nachher? Ich habe mit dem LinkedIn-Profil gesehen, dass du 8 Sprachen beherrschst. Ja, also. Oder ich glaube, 4 davon fließend und ja. Die anderen kann ja, ich immerhin, gut ja. Immerhin, 4 fließend, also ja, immerhin. Ja. Digitalisierung ist ja nicht einfach nur online, sondern Digitalisierung wirkt sich ja auch aus auf den Print. Also ich sprich Personalisierung und so weiter. Ja, das ist natürlich das Hauptmerkmal von einem schönen Mailing. Individualisierung, Personalisierung und Segmentierung. Also je besser du deinen Kundenstamm im Griff hast, und weiss, was die Leute machen und die richtigen Ansprechpartner dort hast, dann gezielter kannst du die bewerben. Und wenn natürlich jemand eine hochwertige Karte bekommt, die ein bisschen schöne Haptik hat, ein schönes Papier, ist das etwas ganz anderes, als wenn du einfach ein Blatt Papier in ein Kuvert reinschubst und das so schickst. Ja, dann gibt es ja auch ganz verblüffende, oder mindestens für den Laien ganz verblüffend, die das dann heisst, irgendwie so, Herr Wagner, Sie haben das und das über, also dass da der Name eingeblendet wird oder sogar noch der Wohnort und irgendetwas personalisiert. Ist das eigentlich etwas, wo immer noch wirkt oder wo irgendwann mal durchschaut hat und weiss, ja, das ist einfach ein Programm, eine Software, wo das macht? Oder ist das immer noch etwas, wo Nähe produziert? Ich glaube schon. Mhm. Ich meine, du schaust doch viel schneller oder du klickst viel schneller etwas an oder füllst viel schneller etwas aus, wenn schon all die Daten, die relevant sind, drin sind. Wenn man schon weiss, es ist der Herr Christoph Soltmanowski, er ist ein Mann, offensichtlich. Und man hat die Adresse schon drin. Man muss eigentlich im Prinzip nur noch unterschreiben und ankreuzeln, ja, und abschicken. Ja, ich will. Und dann nachher kommt man. Ja, ich will. Das ist wie der Kille. Ja, ich will. Genau so. Ja. Ja, das ist natürlich. Heute will jeder Zeit sparen.
Und es ist auch immer so, je mehr Infos das du hast und je mehr das man schon weiss, desto mehr kannst du die Leute überzeugen. Und zudem, wenn man es richtig gemacht hat, weiss man ja schon, dass der Herr Soltmanowski für das Produkt eine gewisse Affinität hat. Bei mir jetzt, wenn ich etwas überkomme und es geht um Essen und Trinken, dann ist es schon mal richtig. Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Das ist ja die, also das Datenmanagement, dass man dann halt die richtige Adresse sucht und die Profile. Ja. Und heute sind wir ja alle sehr transparent. Also das ist das Thema, wie transparent soll man sein mit seinen Vorlieben oder was denn gewisse Leute daraus ableiten. Im Großen und Ganzen hat das jeder selber steuern. Ja. Aber wir gehen ja so freigebig mit unseren Daten um. Und vor allem jetzt Instagram, Facebook, was auch immer. Ja. All die Fotos. Es hat ja Vorteile. Also ich werde dann auf die Sachen, die mich könnten interessieren, hingewiesen. Es ist ja nicht unbedingt etwas Negatives. Ja, genau. Und wenn man das nicht will, wenn man will wirklich anonym sein, dann müssen wir eigentlich alle Smartphones vortrühren. Ja. Und gar nicht mehr. Aber wir wissen jetzt aktuell, ich habe vorher geschaut, 452 Leute, wo das ich bin. Weil ich einen Instagram-Post gemacht habe. Wenn jetzt die das alle anschauen, wissen sogar einen aus St. Petersburg, einen aus Moskau und zwei, drei aus den USA. Und ich glaube sogar einen aus Thailand und einen aus Japan, wo ich bin. Ja, das ist ja auch lustig. Das wenn das stimmt, was die geschrieben haben, bin ich im Profil. Ja, das weiß ich ja gut. Aber das haben wir ja schon gemacht. Also wir sind dann mit der Familie, das ist ja schon Jahre her, da sind wir mal in Thailand gewesen, auf Koh Samui, auf der Insel. Und dann haben wir gesagt, die sind auch gerade da und so. Und dann haben wir denen ein Mail geschrieben und gesagt, ja, wir können ja mal abmachen zum Essen. Und witzigerweise sind das dann gerade von unseren anderen bekannten Nachbarn gewesen, die haben sich schon vernetzt gehabt. Es ist irgendwie so, gibt es denn so Zufälle und so, das ist dann auch mal noch lustig, oder? Ja. Wenn es heisst gerade, ich weiß nicht, ob es die Funktion noch gibt auf Facebook, in deiner Nähe und so, ja. Mhm. Das gibt es wahrscheinlich immer noch, das kannst du auch mit gewissen anderen, ich weiß nicht, ob es mit WhatsApp geht, aber mit Telegram geht es glaube ich auch in deiner Nähe. Irgend so etwas. Aber das ist noch witzig. Ich habe vor ein paar Wochen gewusst, dass ein Freund von mir aus Brasilien ist in Italien und hat dort gearbeitet. Und ich habe gewusst, irgendeiner kommt in die Deutschschweiz und fährt dann weiter auf Genf, um dort Freunde zu besuchen. Ja. Und dann habe ich am Abend im Instagram umeinander tadelt und gesehen von ihm einen Status. Dann sagt er, er sei zu baden. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, was machst du bei mir in der Region? Ich habe gerade geschrieben. Ich habe gesagt, du, hock ins Auto, 20 Minuten später bist du bei mir daheim, gibt es ein Bier. Dann hat er zurückgeschrieben, du wohnst hier in der Nähe? Ich sage, ja, klar. Und dann ist er mich besuchen gekommen. Wir haben schon gewusst, dass er irgendwann mal kommt. Aber so habe ich das zufälligerweise gesehen. Schon gekommen mit seiner Frau. Aber bei mir daheim haben wir etwas getrunken und etwas gegessen und dann ist wieder gegangen. Was dann wieder eine sehr physische Auswirkung ist von etwas Digitalem. Aber jetzt auf etwas Allgemeines zurückzukommen. Also, es ist ja so, dass man, glaube ich, früher, wenn man irgendwie Mailings und Marketing macht, hat man ja einfach so schrotflintenmässig in die Welt rausgeschossen damit, in alle Richtungen. Streuwurf. Und heute kann man ja viel gezielter vorgehen. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil oder etwas, was du kannst beraten. Ja, das ist so. Also lieber 1, 2, 3, 4 Mailings klein, aber fein machen, gezielt. Unterm Strich kommt das günstiger. Man spart Geld und es ist wahrscheinlich auch umweltschonender, wenn man nicht alle zuspammt und zumüllt mit. Erstens mal das und zweitens mal ist der Erfolg, der Response ja viel höher. Ja, also die Erfolgsquote ist dann ja einfach höher. Ja, schon messbar. Und das ist ja das, was auch muss sein. Wenn ich einfach so mit der Schrotflinte auf den Vogelschwamm schiesse, kann ich vielleicht 3 runter. Aber wenn ich gezielt warte, so snipermäßig und dann so gehe, dann habe ich mehr Erfolg. Und mach nichts kaputt, weil mit einer Schrotflinte auf den Huhn ballerst, ist es nicht mehr da. Ja, dann gibt es noch, wie sagt man, Kollateralschaden. Ja, genau. Du machst die Leute nur hässig. Aber wenn du wirklich gezielt auf jemanden zugehst, weil der hat ja in aller Regel sein Einverständnis gegeben, dass er möchte von mir Werbung bekommen. Stimmt, das kann einem hässig machen. Ich bin da auch manchmal hässig auf gewisse Unternehmen so im Kabelfernsehbereich und so, wo mir Mailings schicken oder mir die ganze Zeit anrufen. Und ich bin ja längst Kunde. Also die haben ihr Datenmanagement nicht wirklich im Griff. Nein, oder? Das ist eben das, was wichtig ist. Da kann ich zwar nicht gross helfen, das muss ich dann selber machen. Ja.
Aber das ist so und so. Wenn du möchtest Erfolg haben, egal mit deiner Werbemaßnahme, dann müssen deine Daten stimmen. Ja. Dann musst du deine Kundschaft kennen. Mhm. Und sonst bringt das nichts. Dann bist du nur enttäuscht und hässlich und hast Geld rausgelassen. Ja. Das ist ja nicht das Ziel. Also selbstverständlich mache ich das gerne. Einer kommt und sagt, lass einfach 200'000 Mailings raus. Aber ich würde mal sagen, das bringt dir wahrscheinlich nicht viel. Ja. Oder? Ja. Gut, man kann ja theoretisch beides machen. Dass man sagt, wir gehen einmal in die Breite und einmal gehen wir in die Tiefe. Und man kann einen Test machen. Mhm. Und dann mal schauen, was passiert. Ja. Wo hast du mehr Erfolg? Und dann so, also im Prinzip so die Strategie, die Mailingstrategie. Aber das ist auch eine Strategieberatung, die du auch machst. Es geht nicht nur einfach darum, wenn wir jetzt ein Büttenpapier nehmen oder irgendetwas anderes, sondern es geht auch. Also vor allem mit Active Brands machen wir das. Und wirklich mit dem Kunden zusammen eine Mailingstrategie zu entwickeln. Ja. Und dann muss ich auch spüren, was hat er, was wünscht er, was will er machen. Und dann eben machen wir so einen A-B-Test. Ja. Und dann setzen wir nochmal zusammen, die das analysieren. Aufgrund von dem bauen wir dann die ganze Strategie auf. Und das oft, dass der Kunde eigentlich mit einer ganz anderen Idee kommt, oder eine Massnahme, und ihr und du oder ihm die dann nachher ausreden müssen? Ja, ausreden nicht, sondern mitreden. Modifizieren oder? Mitreden. Mitreden, ja. Mitreden. Mhm. Und es kommt eigentlich selten vor. Ja. Mhm. Weil meistens an dem Punkt bist du schon relativ weit und du weißt ja schon, was man machen will. Und, und dann sind die ersten Erfolge schon da. Und dann hat er auch Freude. Ja. Dann habe ich auch Freude. Ja. Gibt es denn auch so etwas, das ist jetzt so ein Gebiet, wo ich Kommunikation, PR und so, wo man ja verrät, man will auch messbare Erfolge machen, will das auch eine Erfolgskontrolle haben. Ich glaube, da gibt es ja heute auch Tools dazu. Gibt es auch Tools dazu, QR-Codes und so weiter. Eben, dann sind wir wieder beim Tracking. Ja. Das kann man einbauen, das kann man machen. Gibt es alles für jenste Möglichkeiten. Ja. Wo man kann wirklich die Messbarkeit, das ist wie wenn du ein Mailing rauslässt, jemand geht mit dem Smartphone drauf und dann kommt er auf die Landingpage, dann ist das tracked. Dann siehst du, hat er die Call to Action ausgelöst oder nicht. Also macht er etwas, schreibt er dir eine E-Mail zurück und sagt, jawohl, ich möchte gerne zu Ihnen kommen und auch einen Podcast machen oder so. Mhm. Und dann, wenn er das nicht macht, dann siehst du, 20 haben auf die Webseite geklickt und dann nichts mehr. Ja. 50 sind auf die Webseite gekommen und haben dort etwas angeklickt und dann weitergesurft und dann dir etwas ausgelöst. Ja. Und 100 haben gar nichts gemacht. Gibt es da irgendwelche, ich denke, das ist auch eine Disziplin, die sich weiterentwickelt. Gibt es da irgendwelche neuen Trends oder so? Man sagt, man macht jetzt zukünftig mehr dies und das oder dies und jenes. Wo. Also ich glaube, der Trend, den ich bis jetzt ein bisschen herausgefunden habe mit den Kontakten, die ich bis jetzt auch dürfen machen, ist der Trend eher wirklich zu klein, aber fein. Ja. Lieber die Kadenz vom Aussand erhöhen, aber dafür Menge reduzieren. Also man sagt nicht, wir machen jetzt die mega grosse Kampagne und tun alles, alle aus allen Rohrschüssen sozusagen, sondern man macht. Und dann muss man auch immer AB-Tests machen und so. Am Anfang sicher. Ja. Und wenn man dann weiss, was am besten wird funktionieren, dann fährt man auf dieser Schiene weiter. Weil du musst auch, irgendjemand muss ja das auch verarbeiten. Ja. Und wenn du eine One-Man-Show bist, du zwei, drei Mitarbeiter hast, wirklich nur allein bist, wer verarbeitet denn das Ganze? Und ich glaube, da hat man heute auch mehr Möglichkeiten durch den Digitaldruck, dass man früher hat, um die Druckmaschine erst anwerfen, sich das gelohnt, wenn man grosse Mengen produziert hat. Und heute kannst du das ja klein, aber fein machen. Im Digital kannst du wunderschöne Papier verbrauchen und die Farbigkeit ist kein Problem mehr, die Qualität ist kein Problem mehr. Und dann kannst du innerhalb von kürzester Zeit, aber individualisiert, alles Mögliche verdrucken, wenn du so willst. Du kannst sogar so weit gehen, dass du sagst im Digitaldruck, ich möchte für jeden einzelnen Kunden, den ich habe, ein anderes Bild und einen anderen Text drauf haben. Ja. Und das ist ja etwas, wo früher vielleicht nur grosse Unternehmen haben können, sich leisten. Und heute kann das wahrscheinlich auch jeder kleine Unternehmer solche Aktionen machen, oder? Jedes KMU kann sich das leisten. Mhm. Ja. Für das haben sie dann uns. Wir können das organisieren für uns und suchen im Budget dann auch die entsprechenden Lösungen. Ja. Und früher ist natürlich aufgrund auch von der Technik halt die ganze Geschichte relativ teuer gewesen. Ja. Hat das dann auch zur Folge, dass du heute mehr mit in kleineren Unternehmen unterwegs bist, als wie das vielleicht früher gewesen ist?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin jetzt auch mehr eben noch. Und einfach, so. Man ist auch näher bei den Leuten. Und ja. Also ich habe jetzt hauptsächlich da, wo ich jetzt ein bisschen aufbauen bin, sind KMUs. Ja. Einfach klassische KMUs. Da bist du näher mit dem Kunden zusammen, bist du näher mit der Person zusammen. Und weil auf die ganz Grossen musst du nicht gehen. Das ist der Geschäftspartner Sandra hat mal gesagt, auf das Blümchen müssen wir dann aufsitzen, weil da gehen alle drauf los. Das ist wie wenn irgendeine Sonnenblume in der Mitte vom Feld steht und alle Hummeli und Bienen gehen drauf los. Aber rundum hat es schöne Orchideen, hat schöne Akaleen, hat schöne andere Pflänzchen, die auch Blüten haben und auch schöne Sachen machen und wo niemand drauf sitzen will. Und ich gehe davon aus, dass dir das mehr Spass macht, dass du jetzt mehr bei der Orchidee und bei der Vielfalt unterwegs bist, als dort, wo alle hingehen. Bringt mir ja nicht. Da bin ich einer von vielen und ich bin nicht gerne einer von vielen. Ja, aber eben, dann bist du ja, kommen wir wieder zurück auf den Kneipenfest, dann bist du ja dort im richtigen Umfeld, nehme ich mal, unterwegs. So. Also nicht irgendwo... weiß ich was, an der Bahnhofstrasse oder irgendwo in grossen Industriebetrieb, sondern oder im Quartier, sondern bei den Leuten. Richtig, ja. Und ich meine, das ist ja wie beim Reisen oder wenn du unterwegs bist, die interessanten Sachen findest abseits von den grossen Strömen. Ja. Und du findest da, also Dank dem Kneipenflüstern werde ich immer wieder aufmerksam auf ganz spezielle Firmen oder Hersteller oder so. Und meistens interessiert mich das und dann gehe ich dort hin und dann machen die vielleicht irgendein Event oder so etwas. Und dann melde ich mich dort an und dann gehe ich dort an und mal schauen. Ja. Und dann kommst du mit den Menschen ins Gespräch und irgendwann fragt dich immer, jeder fragt dich, ja, was machst denn du eigentlich? Ja. Wenn du jetzt ein Bier trinkst, ein Whisky probierst, eine Zigarre rauchst, stehst beieinander, schwätzisch, ja, was machst du? Ja, was machst du? Ah, das ist aber interessant, hin und her. Und sonst wie sie die Kärtchen austauscht. Ja. Und dann geht es weiter. Dann vernetzt man sich auf LinkedIn. Und dann kommt man in Kontakt, automatisch. Und irgendwann gibt es auch etwas. Also von dem her machst du keine klare... So geht es mir auch. Du gibt keine scharfe Grenze zwischen Privat und Business. Zwangsläufig nicht. Ja. Weil heutzutage, wir haben es vorher schon gesagt, es ist wie eine Liebesaffäre, wenn du so willst. Du musst dir etwas machen, du musst dich präsentieren und unter dem Strich verkaufst du dich selber. Wenn ich neben dir laufe und ich bin dieser Person unsympathisch, dann habe ich keine Chance. Ja. Dann kann ich noch so gute Produkte haben, dann kann ich noch so eine super Firma, sie das interessiert den nicht. Denkt einfach, dem passt die Nase nicht, hat einen komischen Hut an, der hat einen Bart, der sieht doof aus. Ja, aber es funktioniert manchmal leider so. Ja, das ist so, das... Und dann musst du halt sagen, okay, ist nichts gewesen, dann muss ein anderer ran. Ja. Und dann gehe ich. Ja, klar, am meisten Erfolg habe ich mit denen, wo mich sympathisch finden. Und wo man auch merkt. Also ich glaube, wenn du jemandem etwas möchtest verkaufen, weil unter dem Strich Marketing ist, jemandem etwas verkaufen oder der andere davon überzeugen, dass sein Produkt gut ist. Ich muss die Leute davon überzeugen, dass ich gut bin, dass meine Firma gut ist, dass meine Sachen gut sind. Und wenn man das kann auf eine sympathische Art machen und die Leute dann merken, dass ich auch Freude an ihrem Produkt habe, weil das ist ja in 99% der Fälle so. Finde ich das hochspannend, was die Leute machen. Darum, dann läuft das. Aber du gehst ja auch viel von dir rein. Ich meine, du bist ja dann quasi mit Leib und Seele bist du da engagiert und auch greifbar, wenn jetzt irgendetwas nicht so laufen sollte. Ja, natürlich. Natürlich, wenn jetzt etwas in die Hose geht, dann das kann immer passieren. Nicht die erste Person, die den Rüffel bekommt, bin natürlich ich. Ja. Aber auch mit dem kann man rumgehen, weil und das erste Mal schaue ich, was ist denn überhaupt passiert? Und dann kommst du, wie gehen wir damit um? Ja. Und dann machst du ganz klassisch Reklamationsbearbeitung, schwätzt mit den Leuten, hörst zu, nimmst Bedürfnisse ernst. Und das sind auch meine Probleme unter dem Strich, oder? Ja. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt habe ich Christoph da ein Mailing verkauft und das Ding ist völlig in die Hose, totaler Schrott. Nicht mein Problem, der nächste. Das geht nicht. Dann muss ich eine Lösung finden.
glaube, also, es macht auch Spass, so mit, macht auch mehr Spass, so zu arbeiten, als einfach so take the money and run, oder? Ja, genau. Mhm. Bankräuber. Ja, oder es gibt ja so die klassische, die früher der alte Frauen irgendwelche 25-bändige Lexika verkauft. Ja, genau. Die Zeitschriftenverkäufer. Lorio, der Staubsaugerverkäufer. Grossartig. Genau, Fussi Türen in an. Ja. Nein, das heutzutage, ich glaube, das hat sich geändert und ich mache es einfach sehr gerne und ich habe Freude, dass sich das alles irgendwo, der Kreis schließt sich immer wieder. Das ist doch super. Ja, und vor allem auch, glaube ich, ist es ja, ich finde das noch spannend, also, was man da kann machen mit den QR-Codes und die Vielfalt, die man heute hat, ja, die technischen Möglichkeiten. Man kann so viel machen. Was macht dir am meisten Freude in deinem Job? An meinem Job? Ja. Ganz ehrlich, zusammensitzen mit den Leuten und etwas entwickeln. So zusammensitzen, diskutieren, sich austauschen, schauen, was passiert, was kann man machen. Das macht mir am meisten Spass. Aber eben, also du sagst ja, also einerseits ist mir ja, eben, du bist ja quasi voll in der Haftung, wenn jetzt irgendetwas nicht gut tut, und andererseits will man ja auch mutig sein und etwas experimentieren und wagen und ausprobieren, oder? Ja. Ist das manchmal ein Konflikt? Nein. Ja? Nein. Das gehört zum Leben dazu. Wenn ich eine Garage habe und jemandem ein neues Auto verkaufe und dann quietscht, ja, dann bin ich auch in der Haftung. Ja, und dann kann ich es aber lösen, ein bisschen WD-40 drauf und die Sache ist erledigt. Meistens. Ja. Und meistens wird auch, also was manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist, wenn du dann merkst, dass gewisse Reklamationen nur dazu da sind, um den Preis zu jagen. Ja, das gibt es ja auch. Ja. Und ja, mit dem musst du umgehen können, aber dann kann man sich auch die Freiheit nehmen, um zu sagen, okay, wir arbeiten nicht mehr mit dieser Person zusammen. Ja, ja, klar, das gibt es ja, das ist dann gegenseitig. Ja. Also, Enttäuschung kann ja dann auch umgekehrt sein. Ja. Aber da, mir stört das nicht. Ja. Das gehört zum Job dazu. Es gibt Ups und Downs und eben, wie gesagt, das ist wie eine Beziehung. Ja. Wie ist es denn, wenn, jetzt vielleicht auch eine private Frage, mit deiner Partnerin, wenn du dich da so engagierst für den Job und wenn es keine klare Arbeitszeiten gibt, so 9 to 5, sondern vielleicht braucht dich ein Kumpel mal am Wochenende oder am Abend, bist du noch in der Beiz und so, und das, kannst du das gut managen? Ja, das ist für sie kein Problem, weil sie selber arbeitet in der Gastro. Und ist selber auch viel unterwegs. Sie nimmt sogar einmal auch mein Visitenkärtchen mit, wenn sie irgendwo nebenan geht. Ja. Also das macht Spass. Und sie ist auch mit dem Kneipenflüsterer dabei. Und ich kann sie durch meinen Beruf auch viele andere Sachen mitnehmen. Oder das Kind miteinander etwas machen gehen. Also das kann man gut verbinden. Und ja, uns ist klar, unter dem Strich wollen wir alle unser Geld irgendwo verdienen. Und wenn es halt das beinhaltet, dass ich jetzt halt am Abend länger unterwegs bin oder noch irgendein Event gegangen oder so, ja, vielleicht kann ich sie mitnehmen. Dann kommt sie mit. Ja. Aber sie selber muss manchmal auch am Sonntag und am Samstag krampfen gehen im Hotel und Leute da und sagen, du, ich kann jetzt den Nachmittag nicht frei, ich muss länger bleiben, weil wir haben jetzt plötzlich 10 neue Gäste, die gekommen sind. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ja heute in sehr vielen Berufen so, dass die Grenzen flüssend werden und dass man nicht mehr einfach um 5 oder um 6 oder um 7 quasi abschalten kann. Und das ist ja so. Also ich habe eine tolle Kundin, die hat also absolut keinen Skrupel zu mir am Abend um 10 Uhr ein WhatsApp schreiben und sagen, du, hey, ich habe ein Projekt, ich muss eine Lösung haben, morgen Morgen ab sofort in die Hose, gell? Ja. Ja. Die hat auch absolut keinen Skrupel, um am Samstagabend um 12 Uhr das Telefon in die Finger zu nehmen und Sturm zu läuten, bis man einen abnimmt, sondern zu sagen, sie müssen am Montagmorgen gerade sofort ein Angebot haben, wir müssen jetzt schauen. Ja. Gut, also ja, mit gewissen Humor. Du musst es mit Humor nehmen. Ja, ja. Wenn du Humor verloren hast, dann kannst du dir eine Kugel geben. Ja. Lemmy Kilmister hat auch gesagt. Gibt es auch Momente, wo du Humor verlierst? Oder ist das schwierig, dich aus der Fassung zu, oder quasi aus der Reserve zu locken? Gibt es schon Momente. Ja. Und dann wird ein bisschen gebrüllt und getobt und vielleicht noch etwas umeinander gerührt und dann ist wieder gut.
Ja. Gut. Also ich hoffe, dass ich dir nie in so einem Moment begegne oder dass es nie zu so einem Moment kommt. Nein. Aber ich schätze es auch für relativ unwahrscheinlich. Nein, das sollte eigentlich schon nicht passieren. Passiert relativ selten. Ja, ja. Aber selbstverständlich, es kann schon so kommen, dass dich jemand so Weissglut treibt und dann denkst du, oh Gott, verdammt. Und so. Ja, aber gibt es dann auch einen Moment, wo du dich zurückziehen musst und ganz etwas, hast du noch ein ganz anderes Hobby, wo du dann irgendwie, oder bist du wirklich, ist das alles bei dir so connected? Nein, also ich tue mich gerne entspannen daheim. Ja. Und dann mit einem guten Buch, ich lese sehr viel. Ja. Und dann kann ich also locker einen ganzen Sonntagnachmittag dort sitzen und ein Buch lesen und einfach nichts machen. Ja. Mhm. Ja. Und gehst dann aber gleich gerne wieder arbeiten? Und, Meistens schon. Meistens schon, ja. Ich glaube, das ist bei allen gleich. Es gibt Momente, da denkst du, jetzt habe ich also absolut keinen Bock. Aber das ist die erste Überwindung, der Sprung ins kalte Wasser und dann wird es schon warm und dann geht es von allein weiter. Ja. Und was sind so Pläne beim Kneipenflüstern? Wollt ihr das noch weiter ausbauen oder irgendwie auf andere Ebene gehen? Jetzt gehen ja alle noch irgendwie auf TikTok oder LinkedIn oder ich keine Ahnung. TikTok habe ich auch ein Profil. Mehr schlecht als recht. Ja. Weil es ist halt schon, ich habe es schon ein Aufwand, um etwas vernünftig zu erstellen, guten Content zu erstellen, dass die Leute auch wirklich drauf kommen. Ja. Und mir macht das Spass und ich brauche es für mich. Und ich brauche es hauptsächlich auch, um zu sehen, was andere machen. Ja. Weil es für mich ist eine Informationsquelle. Ja, also mir fällt es einmal schwer, ich bin noch nicht so vertraut mit dem Medium TikTok, dass ich da irgendwie Informationen rausziehen kann. Dort, also gut, das ist mehr Amüsement, ja. Ein bisschen lustig. Mich amüsiere über die Leute, die stundenlang dort stehen, bis das perfekte Video haben. Das wäre mir jetzt mühsam. Eben, es geht, ja. Es ist vor allem sehr eine Performance ist wichtig. Und so, dass ich bin zu faul. Man kann sich ja auch mit Instagram nämlich auch, kann man sich ja stundenlang beschäftigen und so. Ja. Also ich glaube, die erfolgreichste Influencer in der Schweiz ist, glaube ich, eine Frau. Und sie hat mal ein Interview gebracht im SRF, habe ich mal gehört. Und da hat sie gesagt, das ist ein Fulltime-Job und da bist du permanent dran. Und viele Sachen sind auch vorher schon produziert und vorbereitet. Ja. Und dann hatte ich auch gar keine Zeit mehr, zum gemütlich dabei zu sitzen und essen und trinken. Ja, ja, aber das kann man sich... Für mich sind es eher so ein bisschen Hüftschüsse. Ja. Und gerade aus dem Moment raus. Mhm. Und es gibt solche, die jetzt wirklich... Nein, da kann ich nicht mehr geniessen. Also ich finde es ja spannend, was sich alles tut auf Social Media. Immer wieder wird ein anderes Auto durchs Dorf gejagt. Jetzt war es dann noch Clubhouse gewesen, wo ich mich dann auch noch ein bisschen damit beschäftigt habe. Ja, genau. Plötzlich ist das nicht mehr so das Thema. Facebook ist auch eher am Schwinden. Oder interessiert vielleicht noch so Leute über 40, 50. Mein Sohn interessiert das überhaupt nicht. Ja, also. Und umgekehrt ist LinkedIn noch ein bisschen aufhin. Aber ich finde es spannend, jetzt wieder in die Print-Ebene zu gehen und etwas mit Print zu machen oder eben kombiniert, oder? Also, kombinieren. Mhm. Wo, Podcast machen, genau. Schön Print, den Instagram posten. Ja, so ein paar Ideen und schauen, was das wird. Und ja. Ich finde es spannend. Das macht eben Spass, genau. Ja, so etwas entwickeln, da habe ich jetzt auch Freude dran. Wenn man die alte und die neue Welt, also Vinyl ist ja auch ein Beispiel für etwas Analoges, das plötzlich wieder populär geworden ist. Ja, genau. Ja. Und ich finde es spannend, wenn man auf dieser Ebene haben wir auch noch ein paar Ideen und Gedanken, die wir da austauschen. Genau, aber, unbedingt. Ich denke, das war jetzt sehr interessant gewesen mit dir da. Ja. Im Podcast zu reden. Gebe ich zurück. Gibt es irgendein Thema, das wir jetzt gar nicht angeschnitten haben, wo du jetzt vermisst hast? Keine Ahnung. Also aber sonst finde ich, ist das jetzt ein gutes Gespräch gewesen. Ich habe Freude daran, macht Spass. Mhm. Wir haben über alles Mögliche können plaudern. Mhm. Jetzt müssen das die Leute nur noch hören. Vielleicht kommen wir noch auf irgendetwas Kneipenspezifisches oder weiß ich was, Dialogmarketing-spezifisches und dann können wir das gerne mal fortsetzen. Ja. Aber sonst danke ich dir vielmals. Ein lockeres Gespräch in guter Runde. Das nächste Mal nehmen wir noch ein Bierchen dazu. Genau. Das vielleicht ein bisschen geschmeidig. Ich könnte ja den Podcast auch irgendwo in den Beiz. Also haben wir auch schon darüber nachgedacht. Das ist dann immer schwierig mit Beleuchtung und Störgeräusch und so weiter. Ein Live-Podcast aus den Beiz. Ja, das wäre doch etwas. Ja, siehst du, also die Idee haben wir ja. Ja.
Mhm. Also man kann alles ausbauen und wachsen lassen. Mhm. Schauen wir mal, cool, was das wird. Danke vielmals, danke Boris dir, Wagner, dass du da gewesen bist. Und bis bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Salty Studio Cast.